Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, herzlich willkommen zur 11. Generalversammlung von Autoneum. Ich hätte Sie sehr gerne wieder persönlich getroffen im bewährten, einladenden Ambiente des Gate 27 in Winterthur. Aufgrund der noch immer besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben wir uns aber Anfangsjahr schweren Herzens entschieden, die Generalversammlung virtuell durchzuführen. 2021 stand erneut im Zeichen globaler Herausforderungen. Nach einem sich positiv entwickelnden ersten Halbjahr dämpfte der weltweite Halbleitermangel die Marktentwicklung in der Automobilbranche. Trotz der anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der schwachen globalen Produktionsvolumen ist es Autoneum 2021 gelungen, in die Gewinnzone zurückzukehren und ein positives Konzernergebnis zu erwirtschaften. In Anbetracht der Herausforderungen bewerten wir das erreichte Ergebnis als Erfolg. Autoneum hat 2021 sein 10-jähriges Bestehen als unabhängiges, börsenkotiertes Unternehmen feiern dürfen. Und wir sind stolz auf die beeindruckende Entwicklung unseres Unternehmens. In diesen 10 Jahren haben wir ein globales Netzwerk ausgebaut. Wir haben die Geschäfts- und Produktionsprozesse weltweit standardisiert und das ganze Unternehmen wurde Schritt für Schritt auf nachhaltige Prozesse und Produkte ausgerichtet. Es ist uns gelungen, seit dem Börsengang eine unverwechselbare Identität und eine feste Position als etablierte Marke für Akustik- und Wärmemanagement zu erarbeiten. Nach einer längeren Pause aufgrund der Reisebeschränkungen durch Covid konnte der Verwaltungsrat 2021 wieder eine seiner Sitzungen in einem unserer weltweit 53 Produktionsstandorte abhalten. Im September 2021 haben wir unseren Standort Katowice in Polen besucht. Unsere 8 Verwaltungsratmitglieder wurden in Katowice vom Werkteam und vom ganzen Management herzlich empfangen. Die Präsentation des täglichen Betriebes und der Rundgang durch die Fertigung im Werk Katowice bot uns auch die Gelegenheit, die jüngste Umstellung des Produktionslayouts im Detail anzuschauen und die entsprechenden Verbesserungen zur Kenntnis zu nehmen. Die Verwaltungsratsmitglieder waren vom Standort und den erreichten Verbesserungen beeindruckt. Im Oktober 2021 konnte ich das Autoneum Global Leadership Meeting in Davos besuchen und mich mit der Konzernleitung und den Führungskräften aus der ganzen Welt zu wichtigen aktuellen Themen austauschen. Im Fokus stand die übergreifende Zusammenarbeit bei der konsequenten Ausrichtung aller Geschäftsaktivitäten auf profitables und nachhaltiges Wachstum. An dieser Stelle möchte ich nun überleiten zur Tagesordnung der heutigen Generalversammlung und die wichtigsten Themen der Traktanden kurz zusammenfassen. Was die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates anbelangt, muss ich Sie über folgende personelle Veränderung informieren. Thies E. Schneider hat dem Verwaltungsrat mitgeteilt, dass er aufgrund des Erreichens der reglementarischen Altersgrenze an der heutigen Generalversammlung nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung steht. Thies Schneider ist seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahre 2011 Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Vergütungs- und des Nominierungsausschusses. Er hat mit seinem unternehmerischen Wissen und seiner großen industriellen Erfahrung einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung von Autoneum geleistet. Im Namen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung danke ich ihm ganz herzlich für sein großes Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute. Mit Liane Hirner und Oliver Streuli konnten wir bereits auf die Generalversammlung 2021 hin Ihnen 2 neue qualifizierte Mitglieder für den Verwaltungsrat vorstellen, weshalb wir Ihnen dieses Jahr keinen Vorschlag für die Zuwahl eines weiteren Mitgliedes für den Verwaltungsrat unterbreitet haben. Gleichzeitig freue ich mich, Ihnen mitzuteilen, dass sich Norbert Inlekofer zur Wahl in den Vergütungsausschuss und in den Nominierungsausschuss stellt.
Zum Jahresbericht und zur Jahresrechnung gibt Ihnen anschließend unser CEO Matthias Holzhammer einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Ereignisse des vergangenen Jahres. Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG freut sich, an der heutigen Generalversammlung eine Dividende von 1,50 Franken je Aktie vorschlagen zu können. In Anbetracht der Herausforderungen, mit denen Autoneum im Jahre 2021 konfrontiert war, sind wir stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die Rentabilität und das Ergebnis wieder deutlich zu verbessern, was sich in der vorgeschlagenen Dividende ausdrückt. Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung sind sich bewusst, dass die erreichten Erfolge und Leistungen unseres Unternehmens die Früchte harter Arbeit sind. Dies war und ist nur möglich dank den hochengagierten und motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Autoneum. Ich bedanke mich ausdrücklich im Namen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung bei den Mitarbeitenden für ihren 2021 erneut gezeigten unermüdlichen Einsatz für unser Unternehmen. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen in Verwaltungsrat und Konzernleitung für die stets konstruktive und effiziente Zusammenarbeit. Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, ich kann Ihnen versichern, dass wir im Interesse unserer Kunden, unserer Geschäftspartner und aller unserer Stakeholder einen vollen Einsatz leisten. Leider wird aber auch 2022 nicht so verlaufen, wie wir uns dies zu Beginn des Jahres vorgestellt haben. Wir waren überzeugt, unsere Hausaufgaben gemacht zu haben und unsere Einschätzungen, was die Rahmenbedingungen für 2022 anbelangt, waren positiv. Dass im ersten Quartal ein mutwillig vom Zaun gebrochener Krieg uns treffen würde, hätten wir nicht für möglich gehalten. Wir hatten doch berechtigte Hoffnung, dass die Menschheit aus den letzten Jahrzehnten die richtigen Schlussfolgerungen gezogen habe. Wir werden aber erst recht alles dafür tun, um Autoneum basierend auf dessen Stärken erfolgreich weiterzuentwickeln und in eine prosperierende Zukunft zu führen. Ich freue mich nun, das Wort Matthias Holzhammer zu übergeben. Danke, Hans-Peter. Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, ich begrüße Sie herzlich im Namen der Konzernleitung und freue mich über Ihr Interesse an Autoneum. Das Jahr 2021 war wiederum geprägt von globalen Herausforderungen. Bei annähernd gleichen Produktionsvolumina unserer Kunden war das Jahr 2021 operativ noch anspruchsvoller als 2020. Engpässe in der Lieferkette infolge der Halbleiterknappheit führten das ganze Jahr über zu kurzfristigen und ungeplanten Produktionsausfällen bei Fahrzeugherstellern. Aufgrund der eng vernetzten Fertigungsabläufe kam es deshalb auch bei Autoneum zu permanenten Unterbrechungen der Produktion. Dies erforderte eine laufende Anpassung unsererseits von Personal und Material an das sich stets ändernde Abrufverhalten der Kunden. Steigende Rohstoff-, Energie- und Transportkosten stellten weitere Herausforderungen dar. Trotz des Gegenwindes ist es Autoneum 21 gelungen, wieder in die Gewinnzone zurückzukehren und ein positives Konzernergebnis zu erwirtschaften. Dank zahlreicher operativer Verbesserungen in allen Bereichen der Organisation konnten alle vier Regionen eine Ergebnissteigerung auf EBIT-Stufe erzielen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die wichtigsten Zahlen für das Geschäftsjahr 2021. Der konsolidierte Umsatz von Autoneum ging leicht zurück von 1,74 auf 1,7 Milliarden Schweizer Franken. Hier sehen Sie die jeweilige Umsatzveränderung auf währungsbereinigter Basis. Die Business Groups Asien und SAMEA waren konzernweit am wenigsten von der Chipknappheit betroffen und steigerten ihren Umsatz im Vergleich zu 2020. Dagegen wurde die Umsatzentwicklung in Nordamerika und Europa, wo wir mehr als 75% unseres Umsatzes erwirtschaften, stärker beeinträchtigt. Erfreulicherweise konnten wir in drei von vier Regionen, Europa, Asien und SAMEA, die Marktentwicklung übertreffen. In Nordamerika hingegen bewegte sich der Umsatz klar unter dem Markt. Ich möchte an dieser Stelle betonen,
dass wir 2021 keine Kundenaufträge verloren haben. Die Abweichung zum Markt ergibt sich ausschließlich aus einer ungünstigen Zuteilung von Chips durch unsere Kunden auf nicht von Autoneum belieferte Fahrzeugmodelle. Was die operative Leistung von Autoneum betrifft, so sehen Sie auf dieser Grafik, dass wir die Profitabilität in allen vier Business Groups im Vergleich zu 2020 steigern konnten. Diese positive Entwicklung beruht auf verschiedenen Faktoren. Erstens der kontinuierlichen Verbesserung der operativen Effizienz in allen Einheiten und zweitens den Fortschritten beim Turnaround-Programm in Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2021 haben wir Einsparungen in Höhe von 23 Millionen Schweizer Franken umgesetzt. Obwohl uns die Deckungsbeiträge aufgrund des um 66,5 Millionen geringeren Umsatzes fehlten, konnte die Business Group Nordamerika ihr EBIT gegenüber dem Vorjahr um 6,1 Millionen Schweizer Franken verbessern und dies trotz der vorhin beschriebenen Herausforderungen. Auf Gruppenebene ist es uns gelungen, bei annähernd gleichem Umsatz, einem volatilen Marktumfeld und einer zunehmenden Inflation das operative Ergebnis 2021 gegenüber dem Vorjahr um 29,7 Millionen auf 57,5 Millionen Schweizer Franken mehr als zu verdoppeln. Die EBIT-Marge nahm von 1,6 auf 3,4% zu. Wir steigerten unser Nettoergebnis um 40,7 Millionen gegenüber dem Vorjahr, was zu einem Konzerngewinn von 30,1 Millionen Schweizer Franken im Jahr 2021 führte. Wie Sie auf der Grafik sehen, waren zwei Gründe dafür ausschlaggebend. Erstens, das Betriebsergebnis vor Abschreibungen war auf Basis der gestiegenen Profitabilität um 31,3 Millionen Schweizer Franken höher als 2020. Und zweitens, das Finanzergebnis hat sich um 12,7 Millionen verbessert. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem schwächeren Einfluss von negativen Währungseffekten sowie dem Rückgang des Zinsaufwandes um 7,2 Millionen Schweizer Franken infolge der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Verschuldung. Die Eigenkapitalquote ist per 31. Dezember auf 30% und damit 7,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ausschlaggebend dafür waren zum einen die Verbesserung des Konzerngewinns und zum anderen die Reduktion der Bilanzsumme um 306 Millionen Schweizer Franken. Diese resultiert primär aus der Rückführung von Kreditlinien, die wir im Jahr 2020 vorsorglich abgerufen hatten. Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr 2021 zudem zwei subordinierte Aktionärsdarlehen von insgesamt 40 Millionen Schweizer Franken zurückbezahlen. Das operative wie auch finanzielle Ergebnis von Autoneum in den letzten zwei Jahren zeigt, dass wir in der Lage sind, auch ohne konjunkturellen Rückenwind und aus eigener Stärke wichtige Fortschritte zu erzielen. Unser nachhaltiger Erfolg beruht auf unserer Unternehmensstrategie, die wir konsequent verfolgen und umsetzen. Im Bild sehen Sie unsere sechs strategischen Prioritäten auf einen Blick. Wir bauen unsere Technologie und technologische Führerschaft kontinuierlich weiter aus. Wir wollen der bevorzugte Partner unserer Kunden sein. Wir entwickeln Produkte für die Elektromobilität von morgen. Wir fokussieren uns auf die Entwicklung nachhaltiger Lösungen für das Akustik- und Wärmemanagement von Fahrzeugen. Wir fördern die Umsetzung der operativen Exzellenz in allen Bereichen. Und wir erwirtschaften Gewinne und Cashflow als Grundlage für zukünftiges, profitables Wachstum. Diese strategischen Prioritäten haben wir im vergangenen Jahr wie folgt umgesetzt. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Autoneum fand 2021 erneut die Automotive Acoustics Conference statt. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte im digitalen Raum. Das neue Format kam sehr gut an. Über 270 Teilnehmende aus 23 Ländern, darunter zahlreiche namhafte Fahrzeughersteller, verfolgten die renommierte internationale Fachtagung für Fahrzeugakustik per Livestream und nutzten die Gelegenheit, sich in virtuellen Ausstellungs- und Networking-Räumen mit den führenden Branchen- und Akustikexperten auszutauschen. Auch 2021 gelang es Autoneum als bevorzugter Partner unserer Kunden, weltweit wichtige Auszeichnungen zu gewinnen. Die Werke in Bloomsburg,
London, Tillsonburg und San Luis Potosí wurden im September 2021 mit dem General Motors Supplier Quality Excellence Award ausgezeichnet. Außerdem erhielten unsere Kollegen in Guangzhou den Green Business Award der Handelskammer der Europäischen Union in China. Unser Standort im belgischen Genk wurde vor einem Jahr von Toyota als gesamteuropäischer Champion für Best Material and Information Project ausgezeichnet. Unser Schweizer Werk in Sevelen feierte sein 50-jähriges Jubiläum. Der Standort hat sich seit seiner Gründung 1971 kontinuierlich weiterentwickelt und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert. Heute ist Sevelen ein global führendes Kompetenzzentrum für Unterbodentechnologie, das als Innovationsführer bei Premium-Fahrzeugherstellern international anerkannt ist. Im Jahr 2021 erreichte Autoneum wichtige Meilensteine mit Produkten für Elektrofahrzeuge. Es gelang uns, wichtige Kundenaufträge für unseren neu eingeführten vorderen Kofferraum Frank aus Ultrasilent für reine Elektrofahrzeuge in China zu gewinnen. Die steigende Nachfrage weiterer Kunden beweist ein hohes Interesse an diesem erstklassigen Produkt. Wir haben weiter in unsere Innovationsführerschaft investiert und unser Produktportfolio um neue, nachhaltige Produktlösungen für Akustik- und Wärmemanagement erweitert. Die drei Buchstaben ABC stehen bei uns für Alternative Backcoating, ein innovativer Backcoating-Prozess für unsere Nadelfließteppiche. Die Verwendung eines thermoplastischen Klebstoffs anstelle von Latex verringert den Energie- und Wasserverbrauch in der Produktion deutlich. Das ABC-Verfahren ist für uns ein wichtiger Schritt hin zu einem monomaterialbasierten und damit voll rezyklierbaren Teppichsystem. Außerdem haben wir mit Flexiloft eine nachhaltige Technologie auf Filzbasis mit hoher akustischer Leistung eingeführt. Unter der Marke Autoneum Pure sind Produkte und Technologien auf einen Blick zu erkennen, die während des gesamten Produktlebenszyklus höchste Ansprüche an Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit erfüllen. Um die operative Leistung und das reibungslose Lieferkettenmanagement in den Werken noch weiter zu steigern, haben wir die Digitalisierung auf operativer Ebene im Rahmen des Manufacturing Execution Systems, MES, bei Autoneum vorangetrieben. Dank MES wird die Effizienz der Produktion online gemessen und Varianzen im Prozessablauf werden unmittelbar erkannt und beseitigt. Mit dieser wichtigen Voraussetzung für die kontinuierliche Steigerung der operativen Leistungsstärke macht Autoneum einen bedeutenden Schritt in Richtung Industrie 4.0. Ausgehend von den aktuellen Markterwartungen und Trends in der Automobilindustrie verfolgt Autoneum das Ziel, den Gewinn und Cashflow für zukünftiges Wachstum mittelfristig besonders über drei Faktoren zu erreichen. Die Expansion in Asien, die Innovation in den Bereichen E-Mobilität und den Fokus auf Nachhaltigkeit bei Produkten und Prozessen. Autoneum leistete einen bedeutenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft mit einer klaren Zielsetzung im Bereich Umwelt, Soziales und Ethik. Im Rahmen der Advanced Sustainability Strategie 2025 haben wir auch letztes Jahr zahlreiche Maßnahmen realisiert. So trug Autoneum mit 67 Ökoeffizienzprojekten an 23 Standorten zu einer umweltfreundlichen Produktion bei. Der Energie- und Wasserverbrauch wurde verringert, das Abfallvolumen reduziert. Darüber hinaus beziehen wir bereits in 7 Standorten mehr als 80% des Stromes aus erneuerbaren Energien. Wir planen 2022 alle Werke nach ISO 50001, dem Standard für Energiemanagement, zu zertifizieren. Um die Umweltbilanz des Unternehmens zu verbessern, hat sich Autoneum zudem verpflichtet, seine Scope-3-Emissionen bis 2027 um 20% gegenüber 2019 zu reduzieren. Scope 3 umfasst alle indirekten Emissionen, die nicht in unserer eigenen Wertschöpfungskette entstehen, sondern zum Beispiel bei Zulieferern. Einen besonderen Fokus legen wir auf das Wohlergehen und das Engagement unserer Mitarbeitenden.
Dabei ist es uns wichtig, alle möglichen Voraussetzungen für ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen und zu gewährleisten. Dazu gehört die Förderung einer Kultur des Vertrauens, die Vielfalt ermutigt und die die Mitarbeiterentwicklung fördert. Hierbei unterstützen wir eine gute Kommunikation und Feedbackkultur an allen Standorten. Denn die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten und geplanten Maßnahmen kann nur dank der hohen Motivation und dem Einsatz unserer Mitarbeitenden erfolgreich sein. Zum Schluss möchte ich Ihnen unsere Einschätzungen für das Geschäftsjahr 2022 geben. Ausgehend von den zur Bilanzmedienkonferenz verfügbaren Marktprognosen wird erwartet, dass die weltweite Automobilproduktion im Jahr 2022 um rund 9% im Vergleich zum Jahr 2021 steigen wird. Die Halbleiterknappheit wird voraussichtlich bis ins Jahr 2023 andauern. Doch wir nehmen an, dass sich die Situation im Laufe des Jahres 2022 stabilisieren wird. Für 2022 rechnet Autoneum mit einem Umsatz und einer Umsatzentwicklung auf Marktniveau. Basierend auf der Marktentwicklung erwartet Autoneum für 2022 eine EBIT-Marge von 4-5% und einen Free Cashflow im hohen zweistelligen Millionenbereich. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf unser Geschäft sind zurzeit noch nicht abschließend einzuschätzen. Bereits jetzt zeigen sich Engpässe in den Lieferketten und erste Produktionsstopps bei unseren Kunden sowie weiter steigende Energiekosten. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir für die weiteren Herausforderungen gut gewappnet sind und diese meistern werden. Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, wir, die Konzernleitung und alle Mitarbeitenden von Autoneum sind stolz auf das, was wir in Anbetracht der gegebenen Umstände gemeinsam im letzten Jahr erreicht haben. All dies hat uns gezeigt, Autoneum ist aus eigener Stärke erfolgreich. Ich darf Ihnen versichern, auch in diesem Jahr wollen wir das Tempo halten und den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.